einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Was tut sich im deutschen Film im Kino des Deutschen Filmmuseums. Toll, dass Sie trotz Bombenentschärfung und Kanzlerduell heute den Weg hierher gefunden haben. Das ist alles jetzt nicht gehen. Nee, das ist ganz toll, weil es ist ein Film, der es absolut verdient hat, gesehen zu werden. Es ist die Frankfurt-Premiere, um nicht zu sagen die Rhein-Main-Premiere dieses Films, obwohl der offizielle Kinostart vor 8 Wochen war, aber es hat kein Kino hier sich bereit erklärt. Und das war der Eröffnungsfilm der diesjährigen Genrenale, also ein Film, der wirklich eine große Strahlkraft hat für ein Festival, was zum ersten Mal auch Langfilme neben Kurzfilmen gezeigt hat. Das ist ein Festival, was parallel zur Berlinale im Babylon in Berlin stattfindet und im Trailer zum Beispiel einen animierten Berliner Bären zeigt, dem mit der Kettensäge der Kopf abgetrennt wird. Da erkennt man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Man will nämlich Genre-Kino in Deutschland wieder zutage bringen und den neuen deutschen Genre-Film befördern. Das ist eine Bewegung von Filmemachern, die eben sagen, das muss wieder öfter gefördert werden, das muss wieder präsenter sein und das ist tatsächlich auch vielleicht ein Stück weit deutsche Filmkultur, wenn man an die frühen Stummfilme zurückdenkt. Das waren meistens Genre-Klassiker, wenn man es genau nimmt. Ja, und wir sind sehr froh, dass wir heute Christoph Slatnik hier haben, aus Berlin extra zu uns gekommen. Dafür schon mal einen Applaus. Also toll, dass du hier bist. Danke dir. Trotz aller Schwierigkeiten mit Bomben hier bei uns. Genau, was tut sich im deutschen Film, das kennen Sie wahrscheinlich, die meisten sind ja Stammgäste, sehe ich so. Das ist eine Reihe, die wir in Kooperation mit EPD Film machen, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film und nach dem Film wird Ulrich Sonnenschein, ein Autor dieser Zeitschrift, ist das Gespräch mit Christoph Slatnik führen. Also unbedingt sitzen bleiben, danach wird nochmal spannend, auch was sich zum Thema Genre im deutschen Kino tut, da kann er wie kaum ein anderer sprechen über diese Szene. Aber wie immer vorab, ein Kurzfilm, von mir ausgesucht, thematisch passend, wie ich immer sage, aber letzten Endes liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob das stimmt. Der Film heißt Arts and Crafts Spectacular No. 3. Das ist ein ungewöhnlicher Titel. Ian Ritterskamp und Sebastian Wulff haben den gemacht, der ist 5 Minuten lang. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß, er lief auf vielen Festivals und dann gleich sehen Sie den Regisseur. Viel Vergnügen. Ja, das war der Vorfilm, der vielleicht etwas erschreckt, aber ich wollte nochmal eine andere Facette des Genres vielleicht ins Spiel bringen. Jetzt begrüßen Sie bitte den einen Vorkämpfer des Genres in Deutschland, Christoph Slatnik. Willkommen bei uns in Frankfurt. Hallo. Ja, schön, dass wir jetzt heute die Frankfurt-Premiere ja feiern dürfen. Ja. Sag mal, wie ist es deinem Film ergangen? So, was war bisher, was hast du erlebt seit der Premiere auf der Genrenale? Wie waren die Reaktionen? Ja, sehr divers, wie man hier und da nachlesen konnte. Also es ist immer noch für mich interessant, einfach wie der Film gesehen wird und was darin gelesen wird. Und ich stelle immer wieder fest, dass das Interessante, warum ich für Genre oder für in Deutschland kämpfe, es gibt immer noch Schwierigkeiten, Filme zu lesen, die offensichtlich erstmal auf Entertainment setzen und dann vielleicht noch eine irgendwie geartete Nachricht drin versteckt haben. Also der Entertainment-Aspekt ist oft hier in Deutschland der Nachricht abträglich. Also dass es dann nicht mehr so ernst genommen wird. Aber das ist international immer anders. Also deswegen bin ich sehr gespannt immer, wie das aufgenommen wird. Und das Interessanteste finde ich aber nur, weil wir sind in einer Zeit, wo alle so nach und nach wahnsinnig werden, auch mit, es gibt ja keine moderaten irgendwie Meinungen mehr, man ist entweder ganz links, ganz rechts, entweder hilft man allen oder man ist dagegen, dass geholfen wird. Und so gibt es auch im Netz spannende Reaktionen von Leuten, die den Film noch gar nicht gesehen haben, allein auf Poster oder Synopsis, wo dann linke Menschen vielleicht sagen, oh Gott, ihr könnt es doch nicht machen, so ein Film darf nicht gemacht werden, wo Flüchtlinge gejagt werden, das ist unmenschlich. Und auf der rechten Seite sagen sie dann, ah, hier sind wieder die Flüchtlinge, nur die Opfer, typisch. Also es prallt eher an dem Film ab, ist wie so ein Spiegel, wo man sieht, wie gespalten eigentlich wir sind. Ich habe dich als Vorkämpfer fürs Genre bezeichnet. Eure Bewegung, Neuer Deutscher Genrefilm, die hat sich so vor 5 Jahren formiert, ne? In etwa. Hast du gemerkt, dass sich für dein Projekt, das wir jetzt gleich sehen werden, da schon irgendwas verändert hat? Wie meinst du, in Deutschland? Die Lage im Land? Ja. Nee, no,
noch nicht wirklich. Also der Gedanke des neuen deutschen Genresfilms hat erstmal dazu geführt, dass sich die Filmemacher verbunden haben, dass wir so Foren online gemacht haben, wo sich Leute connecten können. Und daraus ist eher die Genrenale als Plattform auch entstanden. Und gut, da konnte der Film jetzt seine Premiere haben, also hat es damit zu tun. Als Eröffnungsfilm, im vollen Babylon-Kino. Ich war damals dabei. Also war wirklich toll, wie die Leute den auch angenommen haben und so in der Diskussion. Aber sonst würde ich sagen, hat sich in Deutschland jetzt noch nicht so viel getan für diese, weil wenn du als neuer oder sagen wir mal Independent-Filme mache oder es gibt einfach natürlich keinen Weg, wenn ich als genreinteressierter Filmemacher in Deutschland solche Filme machen will, es gibt keinen vorgetretenen Pfad, also deshalb steht der Film auch für dieses Suchen nach Wegen, sowas überhaupt zu machen. Also er ist auch entstanden in dem Moment, wo wir mit anderen Projekten nicht groß weitergekommen sind und die Produzenten gesagt haben, ja, können wir nicht was machen, was gar kein Geld kostet? Dann, ja gut, ich überlege mir was. Action. Ja, beziehungsweise die Action kam dadurch zustande, dass der Mattes Landwehr, der spielt auch die Hauptrolle und seine Produktionsfirma hat diesen Film produziert und ist auch ihr erster Film und wir haben schon lange zusammen Sachen entwickelt, so war also klar, weil er für Action und Stunts auch, das ist ihre sozusagen Qualität, was sie bieten können, dass es sich auf jeden Fall um Action drehen sollte, um das zu nutzen. Ja. Also wir sind sehr gespannt, was für einen Weg du begangen bist jetzt mit deinem Abschlussfilm, wenn danach ist dann kein weiter... Abschlussfilm. Ist nicht dein Abschlussfilm. Nein, nein, also abgeschlossen habe ich schon 2009, 2010 an der Filmakademie. Debüt. Genau, also ist ganz unabhängig entstanden, ohne jede Förderung, ohne Filmhochschulen. Keiner hat reingeredet. Davor ziehen wir den Hut und sind gespannt auf das Gespräch danach schon mal. Vielen Dank, Christoph Slatnik, und viel Vergnügen mit Immigration Game. Ja, bitte begrüßen Sie nochmal mit großem Applaus Christoph Slatnik, den Regisseur von Immigration Game, und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Wie immer legen die beiden erstmal vorne los und dann gibt es auch Gelegenheit, dass sie Fragen stellen. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich glaube, vor so einem ausgesuchten Kreis haben wir noch nie gesprochen. Umso mehr Spaß wird es uns machen. Bleiben wir mal bei dem, wo ihr mit angefangen habt, bevor der Film lief, nämlich mit der Genrefrage. So ein bisschen provokativ formuliert, ist es ein Flüchtlingsdrama, das die Unterhaltungswerte nutzt, oder ein Unterhaltungsfilm, das sich auf die Flüchtlingskrise aufpflanzt? Ein dystopischer Action-Thriller, der Entwicklung in der Gesellschaft versucht weiterzudenken und wie es für dystopische Filme so zu eigen ist, also auch gerade dorthin guckt, wo es natürlich wehtun soll. Und die Frage ist, also mein Medium oder meine Sprache ist einfach Genrefilm, wenn ich drüber nachdenke, was für Filme ich machen möchte. Und dann die andere Frage ist, was passiert denn in der Welt um mich herum? Also suche ich Übersetzungen für Sachen, die passieren, und das im Genrefilm. Und da kann man durchaus drüber streiten, ob man sowas machen kann oder ob das Entertainment ist oder nicht. Aber es soll. Ja, ist es nicht gerade so, dass du dich absichtsvoll zwischen zwei Stühle setzt und sowohl bei den einen, die reine Unterhaltung wollen, als auch bei den anderen, die reines Engagement gerne hätten, aneckst? Ja, vielleicht. Also es ist ein Challenge bei so einem Thema, und es ist auch, also klar, da wird einem auch schlechter Geschmack unterstellt oder nicht. Entertainment hat meistens, also ich meine, wir können auch so weit zurücktreten und sagen, die Geschichten, die wir uns erzählen, sind Geschichten von Leid von Menschen. Meistens. Alle. Es gibt keine Geschichten, wo alles gut ist. Und eigentlich ging es mir um eine Art Übertragung. So, wir sehen das Leid im Fernsehen von Menschen, die hierher kommen, lange Strecken haben, aber es ist trotzdem fern von uns. Also der Was-wäre-wenn-Gedanke ist, was wäre es, wenn es in den Straßen unserer Stadt passiert, das Spiel, gerade jetzt. Also, und das Spiel ist ja nur Übertragung für den Weg. Also es ist einfach nur, klar, eine Form, wie ich mich so einem Thema näher. Ja. Die Pegida-Parolen, die AfD-Dogmen oder Erkenntnisse, wie immer man es nennen will, sind ja nicht verschwunden aus dem Film, sondern sie kommen in kleinen Nebendialogen immer mal wieder.
War das eine Motivation überhaupt, zu sagen, da gibt es plötzlich Bewegungen oder Argumente in der Bevölkerung, die passen mir nicht und ich treibe die mal auf die Spitze? Ja, es gibt auf jeden Fall viel für mich Absurdität oder einfach diese, naja, oder sagen wir mal so, der, die Frage ist ja, wir haben Übel in der Welt oder wir haben ein paar Menschen, die sich so ausdrücken oder solche Sorgen haben oder nicht. Und was mich mehr beschäftigt hat, ist bei dem Film das System selbst. Also es ist wie, das Spiel selbst ist nicht gewinnbar so. Und es gibt verschiedene Positionen, die eingenommen werden, aber für mich das Problem ist es, dass keiner das Spiel selbst kritisiert in diesem Film. Und das heißt, die Positionen werden irgendwann austauschbar. So, darauf kommt es gar nicht mehr so an, weil selbst der Typ, der versucht, genau das Richtige zu machen, bringt sich auch immer weiter rein und landet irgendwann auf der anderen Seite. Also das, ich prangere eher so an, in welchem Denksystem wir vielleicht festhängen als die einzelnen ja, Gesinnungen. Oder die sind ziemlich klar. Ich muss keinen Film darüber machen, dass es schlecht ist, Flüchtlinge zu jagen oder denen was anzutun. Das ist offensichtlich und das finde ich natürlich schlecht. Wenn wir nochmal zum Genre zurückkommen, also dieser Film hat die Genre-Nale eröffnet, das heißt, er ist sozusagen Aushängeschild für ein Genreverständnis, was du und deinen Partner teilen. Das heißt, Genre ist nicht reine Darstellung von irgendwas, sondern hat immer auch noch einen Unterton, also quasi Film mit Subtext. Ja, kann es sein. Also natürlich kann es, also für mich macht das gute Genrefilme aus, wo man in diesem Container eine Geschichte erzählt, die natürlich was bedeutet oder uns die Welt anders reflektieren lässt. Und gerade, finde ich, in dystopischen oder Science-Fiction-Filmen habe ich ja oft viel mehr Freiheit. Also diese Freiheit habe ich mir so ganz radikal genommen, auch mit der Gefahr, über den guten Geschmack hinaus zu geraten. Aber deswegen ist das Setting, wenn ich dieses Setting, wenn ich ein Drama über die Zustände im Hier und Jetzt machen würde, dann habe ich A, das Problem, dass eine Filmproduktion viel Zeit braucht und man dann vielleicht sowieso immer zu spät ist mit dem, was man erzählt, und B, sich immer nur Realitätsdiskussionen auseinandersetzt. Aber hier können wir vielleicht, also geht es mir immer darum, wir können einen Schritt zurück und uns das angucken und sagen, ja, aber das ist doch absurd, so weit darf es einfach nicht kommen, ja. Also das können wir im Genre vor allem. Was ja auch absurd ist, ist, dass im Prinzip seit 100 Jahren Genrefilme gemacht werden, dass eine ganze Industrie in Amerika davon lebt, dass es Genrefilme gibt und in diesem Land der Genrefilm sozusagen ein Nischendasein führt. Wie ist das zu erklären? Ja, da gibt es einige Kollegen, die das vielleicht noch besser erklären können wie ich, aber ich meine, es hat viele Schritte, die dahin geführt haben, seien es die Nazis, die vielleicht mit Fantastikfeindlichkeit viele Künstler auch verjagt haben oder auch sich grundsätzlich, oder sei es ein Misstrauen, was daraus erwachsen worden wurde bei Filmemachern, dass man emotional manipuliert wird mit Genrestoffen und sich dann dagegen gesetzt hat mit intellektuellen, also Werken, die eher an den Verstand gehen, und die Leute aus der Bewegung, die jetzt in den Gremien sitzen und auch den Geschmack für Jahrzehnte bestimmt haben. Also es gibt viel Misstrauen bei uns gegenüber emotionale Manipulation, und die emotionale Manipulation, wenn man es böse nimmt, ist ja der Grundstock der Sprache des Genrefilms. Da wollen wir ja manipuliert werden mit Musik, Sound, Effekten, allem, was geht. Das ist jetzt sehr inhaltlich argumentiert. Gibt es nicht auch so eine merkantile Argumentation? Wir haben hier keine Industrie. Genrefilm ist per se erstmal teuer und keiner traut sich. Ja, aber das würde ich ja nicht sagen. Also der Genrefilm muss ja nicht teuer sein. Also er kann ja auch günstig gemacht werden. Und die Industrie, die Leute gucken ja die ganzen Filme. Also was sind denn auch in Deutschland die Hits? Es sind ja die Genrefilme, halt die amerikanischen. Also mit dem Argument kann man nicht kommen. Es ist eine Tradition, die wir nicht gepflegt haben. Und deshalb glaube ich dran, dass die Filmemacher, und da zähle ich mich bestimmt dazu, noch viel aufzuholen haben, um auf dem Niveau diese Sprache zu beherrschen, dass du halt nah am Publikum bist und die Leute auch für dich gewinnst. Also da sind die anderen viel weiter. Ja. Genrefilm kann auch billig gemacht werden, ist ein schöner Satz. 60.000, hast du gesagt, hat dieser Film gekostet. Das ist absurd wenig, wenn man ihn sich anguckt. Also man sieht nicht, wie wenig Geld drinsteckt. Bei anderen Filmen sieht man, wie viel Geld drinsteckt. Hier ist es umgekehrt. Was hättest du denn anders gemacht, wenn du 600.000 gehabt hättest? Ja, ich glaube, ich hätte
vor allem also mehr Drehtage gehabt, was mir erlaubt hätte, die Szenen besser zu planen und vielleicht. Wie viele Tage habt ihr? Also 14 Drehtage, dieser Hauptdreh, und dann haben wir noch eine Runde geschnitten und dann 3 Tage noch ein bisschen nachgedreht. Und ich hätte die Welt vielleicht noch mehr ausstaffieren können, also mit mehr zeigen, wie die Reaktionen auch sind. Oder es, ja, also es sind natürlich viele Kompromisse. Man sieht so an Szenen, wo es dann anfängt, fast zu knirschen mit dem, was ich erzählen will, so wie sie zum Beispiel auf dieser Wiese aus dem Truck rausgerannt kommen und einfach fast der Rand dessen erreicht wird, was ich machen kann mit den Mitteln, die ich da habe. Oder um eine Menge darzustellen, wie am Ziel oder so. Ja. Die Massen, gut, das, ja. Die Komparsen fehlen ja, natürlich. Ja. Aber die Choreografien, nenne ich es jetzt mal, der Kampfszenen, die ist ja auch eine sehr unmittelbare. Also du hast eine Handkamera, die auch deutlich eine ist. Du hast nicht 4 Gegenschnitte, wie das in Hollywood der Fall wäre, sondern du machst das quasi sehr nah am Mann. Das ist ja auch eine Entscheidung für einen Stil, oder ist das nur aus Mangel an Geld gewesen? Naja, eine Kombination. Also wie kann ich den Mangel wie kann ich aus dem Mangel eine Tugend machen? Also das war sowohl natürlich schon bei der Auswahl des Stoffs und auch, also das fließt dann alles mit rein. Und natürlich möchte ich, dass man nicht sagt, ah ja, der hat versucht, wie Hollywood zu sein, aber es nicht geschafft, sondern dass natürlich ich mit den Mitteln, die ich habe, ganz bewusste Entscheidungen treffe, die auch der Story dienen. Und klar, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich denken, dass dieser Stil aber angemessen ist. Ja. Und diese Unmittelbarkeit, diese Authentizität von mir aus, wenn man das Wort gerne benutzen will, findet sich ja auch in dieser Improvisationsschiene wieder. Wie weit bist du da gegangen? Wie weit hast du die Leute improvisieren lassen? Oder wie weit hast du überhaupt ausgewählt, dann aus fertigen Drehs, um zu sagen, mach mal was und ich gucke hinterher im Schnitt? Also ich habe mir am Anfang erhofft, dass wir mehr Zeit für den Dreh haben, wenn wir schon so wenig Geld haben. Aber nein, wir hatten wenig Geld und wenig Zeit. Das heißt, ich konnte auch nicht viel experimentieren in dem Sinn. Aber also wir hatten ein Treatment, dort stand die Story, also ich wusste, was in den Szenen passiert, aber nicht unbedingt, wie sie ablaufen. Und dann habe ich natürlich mit den Schauspielern geprobt und den in der Freiheit das finden lassen, und aber auch musste dann oft auch sehr schnell weiterziehen. Also es gab dann auch nicht 10 Varianten dazu, sondern trotzdem mussten die Entscheidungen recht schnell getroffen werden, dass es dann so und so sein wird, und dann ist man zum nächsten gegangen. Ja. Also, aber was es dadurch bekommen hat und was ich mochte, ist, dass alle immer sehr aufmerksam sein mussten, ja, und sehr präsent. Wie hast du die Schauspieler gefunden? Also ich habe, glaube ich, niemanden jemals vorher gesehen. Wie war das Casting auch bei den Flüchtlingen oder bei denjenigen, die Flüchtlinge spielten? Ja, ich hatte nicht viel Chancen auszuwählen in dem Moment, was nicht heißt, dass es Leute sind, mit denen ich nicht gern gearbeitet habe. Also Mathis Landwehr, der die Hauptrolle gespielt hat, war gesetzt, weil es eine Produktionsfirma war und wir zusammen einen Film machen wollten. Und dann, also manche Schauspieler kannte ich, manche kannte er, und mit manchen habe ich schon gearbeitet und dann telefoniert, gefragt, mal vorgestellt. Aber es gab kein klassisches Casting, wo ich jetzt für eine Rolle richtig viele Kandidaten eingeladen hätte, und habe mich halt auch umgehört und auch wer wen kennt. Und unter anderem, der zum Beispiel den Flüchtling spielt, der am Schluss auch in diesem Shelter auftaucht, also ist auch ein echter Flüchtling, der vor ein paar Jahren hierher gekommen ist, der für mich noch auch ein wichtiger Faktor war, mit ihm auch über diese ganze Story zu sprechen und zu fragen, was er davon hält oder ob er es angemessen findet, sowas zu erzählen. Aber also er fand es sinnig, ja, oder auch, er hat es sofort verstanden, was es sein soll. Also einer der Hunter heißt Crazy Sexy Mike. Da denkt man, ist das der Rollenname oder ist das der richtige Name? Ja, super, ist doppelt gemoppelt, weil die einmal werden sie von Wrestlern verfolgt, so, und das sind ihre Wrestlernamen. Mhm. Also das sind die Hunter, die nur einmal kurz auftauchen. Aber ja, die wollten mit ihren Wrestler-Rollennamen drin auftauchen. Tom Tölle wird im Abspann erwähnt als jemand, bei dem du dich explizit bedankst. Er ist der Regisseur vom Millionenspiel von Wolfgang Menge von 1970, glaube ich, 70, genau. Lange her. Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Wie kam das? Hast du den Film immer mal wieder aufleben lassen wollen? Oder ist das einer deiner Lieblingsfilme? Wie kommt diese Ähnlichkeit?
Also Tom Tölle ist auch noch die Geschichte, dass er mein Dozent war für eine Zeit noch, so, wo er noch gelebt hat. Und ich habe den Film lange gar nicht gesehen, aber nur davon gehört und habe ihn mir dann vor ein paar Jahren angeguckt. Und es hat mich immer umgetrieben, warum haben wir solche Filme nicht mehr? Also mit so einer, also die einfach auch mal im Fernsehen oder einfach so eine Dystopie aufwerfen können, so kontrovers mit unserer Gesellschaft umgehen. Und ich dachte immer, es ist, also es hat mich schon länger beschäftigt, dass es diese Art Game auch ins Hier und Jetzt zu übertragen. Und auch, weil ich natürlich nach Ideen auch immer notgedrungen gesucht habe, die man vielleicht günstiger machen kann oder in den Straßen von Berlin dreht, aber trotzdem die eine andere Welt erzählen. Also nach so Themen suche ich für mich auch immer. Und ja, ich habe das oft öfter mal meinen Kollegen gepitcht, die es dann aber doch was anderes entwickeln wollten oder wie. Und als dann die Idee kam, so können wir was machen, was fast gar nichts kostet, dann habe ich, okay, ich mache es euch, aber wir machen jetzt das. Ja. Das ist ja nicht einzigartig, das Millionenspiel. Es gibt andere Filme, Running Man, da rennen Strafgefangene um ihre Freiheit, die sie dann erringen können, wenn sie durchkommen. Oder das zehnte Opfer, da müssen 10 Menschen umgebracht werden. Es gibt ganz absurd, gar nicht so lange her, 2014 gab es eine Show für ein Zentrum für politische Schönheit in Berlin. Da haben Aktionskünstler am Bahnhof Friedrichstraße eine Art Glücksspiel inszeniert, wo stark verletzte Flüchtlingskinder von Familien adoptiert werden sollten. Also das ist sozusagen noch 2 Stufen über deinem Film. Also du bist gar nicht so absurd in dem, was du dir da ausgedacht hast. Ja. Insofern, die Variation dieses Spielgedankens gibt es mehrfach. Ja. Das war dir aber wichtig, dass diese Flüchtlingsproblematik mit diesem Spielerischen zusammenkommt. Naja, oder beziehungsweise, dass ich mich gefragt habe, wenn wir dieses Spiel ins Heute denken, worum geht's heute? So, es geht's jetzt noch so ums Geld. Und naja, es war ja, dieses Thema ist ja schon lange am Kochen und für mich geht's heute geht's um Aufenthalt. Also das Luxusgut ist, wo wir leben können und wo wir, ja, also immer mehr, ja. Menges Millionenspiel war ja in allererster Linie eine Mediensatire und er hat tatsächlich ja in seinen Gedanken Entwicklungen vorausgeahnt, muss man fast sagen, die heute den Fernsehalltag ad absurdum führen. Die Medienseite ist bei dir ganz, ganz gering nur. Eigentlich ist es auch eher ein Verfolgungsinstrument. Ja, die Medien, eben weil diese Mediensatire schon gemacht wurde, ist das nicht mehr so das Thema. Und auch fast, ich meine, die Shows, die es gibt, sind teilweise schon ihre eigene Satire, wenn du Big Brother schaust und so. Also es geht hier eher um die Interaktion oder die mit den Bewohnern eigentlich. Oder die wie, was, also die Gewöhnung eigentlich an so eine mögliche neue Zustände, an so ein Spiel und an die eigentlich mega Alltäglichkeit. Ein Kritiker hat geschrieben, kurzweilig, flott geschnitten und schön brutal, ich auch erstmal gestockt habe. Dann habe ich mir überlegt, ist diese Brutalität in ihrer, sie ist gar nicht so ausgestellt, in ihrer reduzierten Form immer schon so gewesen? Oder hast du im Schnitt das immer weiter reduziert und sozusagen 2, 3 Szenen explizit böse gelassen und den Rest weggenommen? Nee, also ich mag es persönlich jetzt auch nicht, wenn Gewalt unnötig explizit ist. Also es geht ja, also es ist ja ein schmaler Grat. Wie können wir uns was angucken, was dieses Thema behandelt? Es soll, einerseits wollen wir, wenn der Film aufregend ist, in die Füße der Protagonisten oder in die, aber es geht nicht drum, hier sich an der Gewalt zu ergötzen, sondern es geht immer um den Grad natürlich, dass es, also die Gewalt soll etwas dargestellt werden, was nicht positiv ist, nicht gut, eigentlich abschreckend, hart. Und ja, deswegen habe ich tatsächlich, ging es darum, diese Szenen, bestimmte Szenen zu betonen, und damit einen bestimmten Effekt zu haben. Also da, wo die Gewalt betont ist, hat es ja eher fast mit dem Weg der Hauptfigur zu tun und nicht so mit der reinen zur Schaustellung. Ja. Und Gewalt ist auch nachgeordnet den Emotionen von Angst und Paranoia beispielsweise. Ja. Also das kam mir viel wichtiger vor. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch eine Mischung. Wie gesagt, es geht nicht dabei, hier
dafür ist auch falsche Thema, möglichst hier die Gewalt abzufeiern, sondern wenn dann abzuschrecken, aber eigentlich ist es dann verwandt mit einem Kriegsfilm, wo du auch sagst, ja, Gewalt muss ja vorkommen und gezeigt werden, soll aber nicht im üblichen Sinne Spaß machen, sondern soll eher natürlich, wenn dann uns Angst machen oder ja, uns abschrecken. Was auch so ein bisschen aus dem Genre rausfällt sozusagen oder zumindest aus dem, was wir landläufig als Genrefilm zu sehen gewohnt sind, ist die Uneindeutigkeit. Also es gibt diese Szene mit dem Arzt, wo ich gedacht habe, das ist eine sexuelle Gewaltfantasie und eine Freundin, mit der ich den Film zusammen gesehen habe, hat gesagt, nein, das ist eher sowas wie Mengele. Da ist jemand, der macht irgendwelche komischen medizinischen Experimente. Es wird nicht eindeutig aufgelöst. Noch viel heftiger am Schluss, wenn seine Freundin stirbt, Joes Freundin, also man weiß nicht genau, warum stirbt sie überhaupt, hat er sie am Ende im Eifer des Gefechts umgebracht, also da auch große Uneindeutigkeit. War das von Anfang an so dein Ziel, mit Uneindeutigkeiten zu operieren oder ist das tatsächlich in dem Dreh so entstanden und hat dir dann gut gefallen? Ja, bestimmte Sachen, also gerade die beiden Szenen, die dafür wahrscheinlich der Schlüssel sind, wie du sagst, da ist viel auch tatsächlich entstanden, weil diese zum Beispiel Szene mit dem Arzt, die war ursprünglich gar nicht drin im Hauptdreh. Also da war, dass er tatsächlich zu ihm geht und wir dabei sind, da ist das im Off passiert. Da ist er rausgegangen und dann zurückgekommen mit dem Mädchen. Und dann haben wir den Schnitt gesehen und witzigerweise meine Freundin meinte so, ja, aber sie will das sehen, was mit diesem Arzt passiert, diesen Rachemoment, weil man so sauer auf den ist. Und das heißt, das wurde dann Teil eines Nachdrehs und wo auch wir uns gefragt haben und zusammensaßen mit den Schauspielern so, ja, okay, jetzt müssen wir es uns ausdenken. Wir wollten eigentlich nicht dorthin gehen. Was macht er jetzt mit ihr? Und ja, da haben wir tatsächlich dann bewusst appelliert an diese Uneindeutigkeit oder verschiedene Signale zu setzen, was er denn dort macht. Und es steht auch dann doch für viele Elemente da drin, weil auch nicht klar ist, wer ist denn jetzt hier eigentlich böse oder wer hat welche Beweggründe oder es sollte nicht, also natürlich ist es viel Grauzonen, was ja bis zum Schluss geht, weil ja auch selbst dann nicht eindeutig ist, ja, sollte ein bisschen, und beim Schluss war es immer so gedacht, dass es dann so ist, diese Entwicklung, dass man dann eigentlich drüber nachdenkt, ja, wie ist es denn jetzt dazu gekommen oder was will es uns sagen? Wie hast du die Figuren entwickelt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie so stereotyp wie möglich sein sollen und so individuell wie nötig, damit man ihnen überhaupt noch folgt. Es gibt keine große Geschichte. Es gibt so ein bisschen diese Schwangerschaft, aber dann ist auch schon fast gut, weil da wird es dann fast zu intim. Mehr an Geschichte wolltest du nicht. Nee, es hat auch ein bisschen mit der Entwicklung zu tun, weil wir wirklich in sehr kurzer Zeit von der Idee zum Film gekommen sind und dadurch dieses Treatment und dadurch auch, ja, also es ist ein Film über eine Flucht, ja, also es geht nicht, ich muss, also ja, es ist tatsächlich so gedacht gewesen, also gerade das Nötigste, was ich brauche, um bei dieser Figur zu sein, das Wichtigste war natürlich Joe auch und aber auch ihn so zu machen, dass er nah an dem Schauspieler ist, also dass ich ihn in den Modus kriege, wo er in der Kürze des Zeit das glaubhaft verkörpern kann. Und auch, und ja, das galt für alle anderen, dass es eher, dass wir uns da dann so dran abarbeiten. Aber ja, also für diese Tiefe war in der Entwicklung weder Zeit, noch war sie dann nötig für den Hauptmodus, den wir davor hatten, also mit der Jagd und Flucht. Und das, also, das steht ja auch ein bisschen für den Genrefilm, dass du diese Stereotypen oder sagen wir mal schnell erkennbaren Muster benutzen kannst und dann damit arbeitest und werde die dann auch entwickeln oder eben nicht. Ein anderes Ding ist diese klassische Drei-Akte-Struktur, die du Exposition, Konflikt, Lösung, die du quasi ja auch ausschaltest. Also dein Film ist eine durchgängige Bewegung, alles ist immer in Bewegung, so wie man könnte sagen, er ist in seiner eigenen Flucht gefangen, wenn man so will. Also Bewegung ist das, was zählt und nicht diese klassische Drei-Akte-Form. Ja. Okay. Ja, nee, also auch das, wir haben, ich meine, natürlich gibt es trotzdem die Akte, also die im klassischen Sinne, dass es, dass er der Moment der Entscheidung oder wo er in den zweiten Akt kommt, ist dann, wenn er überhaupt in das, da in die Show reingerät und dann die Regeln verlesen werden und
Der dritte ist natürlich dieses Ende, aber klar hat alles diesen Fluss der Bewegung. Also dort spürt man den Unterschied vielleicht nicht so stark wie bei anderen Sachen. Aber das Ende ist, finde ich, die problematischste Szene, ja. Weil da quasi holt sich die Satire selber ein. Also was der Typ da redet, ist ja blanker Unsinn, also auch theoretisch blanker Unsinn. Wie kam diese Szene zustande? Naja, wir wussten schon, dass er eigentlich den Weg macht zum, dass er selber Hunter wird mit diesem Sprung. So. Und, da ist ja bei dem Flüchtling auch schon so eine Bewegung da, der irgendwie in der Gewalt sozusagen sich neu entdeckt und dann da nicht mehr rauskommt. Er versucht das ja so nietzscheanisch zu überhöhen. Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Du meinst, wie er drüber redet? Ja, ja. Ja, klar. Also die Idee war, dass er sich, wie viel er machen muss, um vor sich zu rechtfertigen. Also er ist nicht brainwashed, also, sondern so dieser, aber das ist natürlich am nächsten von dem, was wir gerade aus der Welt rausholen. Also er schafft es, ganz furchtbare Sachen zu sagen und zu denken, oder beziehungsweise gesagt, hört sich's gut an. Also er redet von, ja, wir müssen demokratisch sein und Entscheidungen treffen, aber was er meint im Kontext des Games ist, teilnehmen ist gut. Also lauter so Aussagen, wo wir eigentlich alle bei der Aussage selbst nicken müssen, sagen, ja, da hast du recht, aber der Kontext ist so verdreht. Und das ist, also es ist ein großer Sprung, ist mir bewusst, wird auch am meisten diskutiert natürlich, ob das jetzt hier stimmig ist oder nicht, aber diese Freiheit, diesen Clash zu machen mit der Stimmung von vorher, haben wir uns bewusst genommen, weil wir auch die Freiheit hatten, dadurch, dass keiner mit reingeredet hat. Also es war schon klar, dass es unorthodox ist und dass es vor den Kopf stoßen wird. Aber gerade dieses Wie kann er jetzt vor sich selbst das alles rechtfertigen oder seine neue Position und sich selbst eigentlich brainwashen, das hat uns da interessiert. Freiheit ist ein wichtiger Punkt noch bei dem Film überhaupt, also nicht nur inhaltlich, sondern auch bei der Herstellung. Also du hast keine Fördermittel in Anspruch genommen, du hast keine Sponsoren, du hast keine Redaktion, kein Fernsehen, nichts. All diese Mittel, die ja sozusagen im Deutschen, was tut sich im deutschen Film da sind und von vielen auch als das die große Errungenschaft der deutschen Filmproduktion angesehen werden, hast du einfach links liegen lassen. Warum? Also bei dem Film speziell, weil der aus dem Gedanken auch der Producer schon gekommen ist, wir wollen jetzt was machen. Wir haben diesen Slot, wir wollen nicht mehr so lange warten auf irgendwelche Förderungen oder irgendwelche, sondern wir wollen jetzt was machen. Und dann war es eher umgekehrt, der Umkehrschluss ist, wenn wir jetzt was machen, wo für so wenig Geld, wo keiner reinredet, dann versuche ich die, sage ich mal, für mich zumindest größtmögliche Freiheit auszuloten. Also dann muss es auch was sein, was sonst durch dieses System gar nicht durchkommen würde. Und ja, also deswegen haben wir es mit dem Thema gar nicht erst versucht, so, sondern es war ganz klar, wir machen was es auf eine Art macht, wie du sonst im Fördersystem wahrscheinlich nicht gehen würde. Aber dann sind 60.000 Euro doch eine Menge, wenn man die aus dem eigenen Sparbuch bezahlen muss. Das heißt, das Risiko liegt bei dir, deinem Produzenten? Also bei den Produzenten. Ich persönlich ich musste mich auch ein bisschen von ihnen bezahlen lassen, damit ich überhaupt die lange Zeit dran arbeiten konnte. Ja. Und der Film ist ja absichtsvoll international besetzt oder auch gedreht. Das heißt, ist das eine Bewerbung für A, Amerika, B, den Rest Europas? Also die Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, war, können wir, oder die die Produzenten gesetzt haben, war, können wir einen Actionfilm für möglichst wenig Geld machen, den wir verkaufen können. Das war die Aufgabe, die an mich herangetragen wurde. War ich so, okay. Mich reizt aber noch mehr, als einen schnöden Actionfilm zu machen, und daher kommt all das andere noch mit rein. Aber damit war auch die Aufgabe da, dass es eigentlich in Englisch sein musste, weil wenn du den irgendwie verkaufen willst, dann hast du mit der Originalsprache Deutsch auf dem internationalen Markt dann eher wieder nicht so gute Chancen. Und deshalb habe ich die Sprache, also das Englische, dann reingearbeitet und versucht, glaubhafte Wege zu finden, warum die Figuren an den Stellen auch Englisch sprechen. Der Film hatte vor 2 Monaten ungefähr Kinostart in Deutschland, ist auf 4 bis 5 Festivals gelaufen, hast du gesagt. Wie ist denn sein Standing im Moment? Wo steht er?
Er steht noch als Geheimtipp. ich bin jetzt noch gespannt. Ich kann es noch gar nicht so richtig einschätzen, weil ich glaube, das wird sich vielleicht erst in späterer Zeit zeigen oder wenn er noch auf DVD, Blu-ray irgendwie rauskommt. Also in manchen Ländern ist er auch schon erschienen, in Frankreich irgendwie, Netflix, dort auf DVD. Und ja, aber es bleibt noch ein kleiner Film. Also, das heißt, sein Kinoleben in Deutschland ist schon vorbei. Kinoleben ist schon vorbei. Aber das ist ja, sage ich mal, nicht ungewöhnlich, dass sowas, also alle höchstens 4 Wochen geht. Es ging dann auch durchaus so 3 Wochen. Und wie viele Zuschauer sind da zusammengekommen? Naja, ein paar Mal. Also vielleicht 1000. Okay. Also das heißt, es ist wirklich ein Geheimtipp, ja? Ja, wirklich. Und machst du dir noch für Hoffnungen, dass er im DVD-Marketing dann auch in Amerika zum Beispiel ankommt? Ja, es könnte sein. Klar, aber wir haben uns jetzt nie Illusionen gemacht darüber. Also alle Entwicklungen bis jetzt sind schon für uns sehr erfreulich, weil es, wie gesagt, ein Film, also wo man noch nicht mal wussten, kriegen wir damit einen Film zusammen. Eine interessante Entwicklung ist auch, dass das Produzenten aus Kanada jetzt ein Remake davon machen wollen, was in New York spielt, also was auch ein Low-Budget-Film sein wird, aber natürlich um einiges mehr Budget haben wird als dieser. Und da schreibe ich gerade auch mit meinem Kollegen Marc Wachholz dran, obwohl ich den nicht machen werde. So, ja. Was aber schon auch bedeutet, dass so ein Film eine Eintrittskarte in einen internationalen Filmmarkt ist. Ja, da müssen wir später nochmal reden. Aber zumindest ist es natürlich, also da sind wir auch wieder beim Genre, die Sprache, das Genre, in dem Fall ein Actionfilm. Klar, damit kannst du natürlich international gleich kommunizieren. Und was den Film natürlich eher zurückhält auf dem Markt ist, dass keine bekannten Schauspieler mit drin sind und dass das Budget halt so gering ist, wie es ist. Und man vielleicht gerade im Actionfilm noch natürlich noch mehr Action sehen will oder noch aufwendigere. Also ich habe mich bemüht, dass er schon nicht so zwischen den Stühlen steht, aber er steht immer noch ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja. Gibt es irgendeine Anschlussarbeit? Gibt es irgendwas, was du jetzt vorhast, was du machen wirst? Oder ist jetzt erstmal vorbei? Naja, Geld verdienen angesagt. Ja, genau. Also einerseits schreibe ich auch fürs Fernsehen. Aber es gibt noch einige Projekte, an denen wir dran sind, auch mit derselben Produktion. Aber noch weiß ich nicht, was das Rennen macht einfach. Aber zurzeit ist es tatsächlich schwierig mit Filmen irgendwie, weil die Produzenten sagen, selbst so ein Film, der so wenig gekostet hat, es ist echt, der Markt ist so geschädigt anscheinend, dass es sich kaum noch lohnt, mit Spielfilmen da rauszugehen. Und dass alle eher nach Serienkonzepten gucken und Miniserien oder was auch immer, aber dass im Serienbereich so viel passiert. Und das heißt, am Ende hat Fernsehen das Kino getötet? Naja, das Kino hat sich wahrscheinlich selbst getötet, auch mit der. Aber ja. Selbstmord des Kinos. Naja, wir sind in einer neuen Welt mit so viel Entertainment-Möglichkeiten, es ist halt immer schwieriger, dort noch Akzente zu setzen und gesehen zu werden. Also wir sehen ja, wie sich das alles defragmentiert gerade. Ich will Ihnen nicht die Chance nehmen, auch Ihre Fragen zu stellen. Wir sitzen noch einen Moment zusammen. Also fragen Sie, wenn Sie fragen möchten. Komme ich kurz zu Ihnen, wenn wir es aufzeichnen. Wenn Sie nicht fragen möchten, ist es auch... Ja, das ist die erste Frage. Also erstmal nochmal großes Lob von mir. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Ich habe ihn auf der Journale gesehen und fand ihn immer noch ziemlich geil. Danke. Ich habe mal eine Frage, weil du gesagt hast, dass dass in Deutschland noch viel nachzuholen ist in Richtung Genrefilm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man durch die Freiheit, was du eben auch gesagt hast, manchmal auch lernt, aus den amerikanischen Genrefilmen, also aus den großen Genrefilmen ziehen kann, weil die teilweise in sehr engen Korsett sind und sich viele Sachen nicht trauen können. Ich fand das, bei dem Film habe ich das teilweise sogar
wahrgenommen. Also zum Beispiel, dass dieser Fokus, der nicht auf den Medien lag. Also wir haben relativ spät in dem Film überhaupt gemerkt, wie die Wahrnehmung von diesem Spiel funktioniert. Und ich fand das sehr erfrischend, ehrlich gesagt, dass man nicht wie bei, ich musste an Hunger Games denken, dass man so eine Einsatzzentrale, die natürlich auch ein super teures Set gewesen wäre, aber auch in dem Fall überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Also ich finde immer, dass so aus den, also egal aus welchem Land das kommt, dass aus solchen günstigen Produktionen oder Produktionen, die sehr viel Freiheit haben und unheimliche Impuls kommen kann. Und das sehe ich eigentlich eher auch, also da sehe ich die Chance vom deutschen Genrefilm durchaus. Ja, ja, halt, es erfordert aber auch sozusagen, du solltest deine Vorbilder kennen oder zumindest die anderen Filme, die es dann schon darüber gibt, also so die große Kenntnis haben, damit du natürlich bemühst du dich, selbst wenn es gefühlt ein Thema mit dem Spiel und alles natürlich schon ein paar Mal gibt, aber du musst dir definitiv die Frage stellen, auch wie kann ich das irgendwie darstellen, wie es noch nicht exakt so dargestellt wurde oder was sind die eigenen Aspekte oder was lasse ich eben weg, was schon gemacht wurde. Ich muss das nicht nochmal wiederholen. Und viele der Filme, die teilweise noch gemacht werden oder die auch auf der Genrenale dann kommen, sind eher noch Stilübungen, wo man versucht, sozusagen Elemente aus den Vorbildfilmen so mehr oder weniger so hinzukriegen wie in den Vorbildern. Und klar, ich sehe auch also die Suche noch mehr danach, wo können wir anders sein oder aber ähnliche Sachen vielleicht erzählen, aber mit einem eigenen Fokus, ja. Mich würde interessieren auch, weil vorhin ja so ein bisschen aufkam, dass der Film so improvisiert ist, dass du das nochmal ein bisschen ausführst, weil ich denke, gerade im Action-Bereich ist ja gerade Absprache besonders wichtig. Also wenn es um Stunts geht, wenn es um eine Fortführung dann von der Dramaturgie geht, wie funktioniert das? Weil die Improvisationsfilme, die es so ansonsten in Deutschland sind, das sind eher meistens Beziehungstragikomödien im weitesten Sinne. Das ist jetzt was ganz anderes. Wie funktioniert bei euch konkret Improvisation? Also die meiste Impro hat auch letztendlich in den Szenen stattgefunden, die eher klassische Impro-Szenen sind. Also Dramaszenen meine ich, zum Beispiel die Fahrt im Auto oder wo man einfach wirklich 10, 15 Minuten am Stück aufnimmt, diese Situation und dann im Schnitt sich die Bits and Pieces rausholt, die interessant sind. Oder in dem Shelter, in diesem Lager, wo ich 4 Takes gemacht habe, die jeweils irgendwie 9 Minuten laufen und wo die Kamera richtig 360 Grad überall mit hingehen kann und alles verfolgt. Also das sind so die klassischen Impro-Sachen, wo vielleicht mehr als bei den anderen Impro-Filmen trotzdem die Plotpoints sozusagen recht klar sind. Und was die Action angeht, also da ist es eine Kombination. Es gibt einerseits trotzdem, also so dieser letzte Kampf dann auf dem oder vor diesem Shelter, wo wir dann, also ich hatte ja auch einen Action-Regisseur, der dann eigentlich die Action-Inszenierung übernommen hat und die Schauspieler sind ja auch, also Mattes auch und dann der, sind auch Action-Stunt-Leute. Das heißt, die auch viel schon miteinander gearbeitet haben, die sich auch gekannt haben. Und wenn es, glaube ich, nicht so wäre, dann geht es auch nicht. Also du kannst schlecht improvisieren mit jemand, der da nicht schon so drin ist. Und das heißt, das haben wir hier schlicht genutzt, dass wir sozusagen dann mit Leuten gearbeitet haben, die sich kannten. Aber in Kombination, das sind die wenigen Szenen, also dieser Kampf und auch der Kampf zum Beispiel, wo sie aus dem Wagen rauskommen, also wo die Szenen dann doch im klassischeren Sinne es eine Shotlist gab und wirklich wir chronologisch durchgegangen sind und das abgearbeitet haben, so Shot für Shot. Ja, also es war so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. So. Ja. Vorhin hast du sogar gesagt, dass du dich zum German Mumblecore zählen würdest, als wir essen waren. Nein, habe ich ja nicht, ich habe mich ja nicht dazu gezählt, aber ich habe gesagt, dass es eigentlich einer ist, so. Also weil es halt, ja, oder was sind die Definitionen davon? Weil Impro. Aber trotzdem, aber die Story stand halt trotzdem sehr klar fest. Also die ist jetzt nicht durch Impro irgendwie entstanden. Weitere Fragen? Hallo Christoph, ein großer Lob auch von meiner Seite. Ich hätte nur eine Frage, der letzte Kampf, wo der Hauptprotagonist gegen den Typen in der roten Jacke da auch gewinnt, ja. Man sieht offensichtlich, dass der auch ein Flüchtling war. Ist das jetzt so korrekt, ja? Wieso hattest du ihn ausgewählt, dass er auch tatsächlich einen farbigen oder halbfarbigen darstellt, ja, der dann zum Hunter geworden ist? Das habe ich jetzt nicht so ganz
Was dachtest du dir denn? Ja. Was dachtest du dir denn, als du es gesehen hattest? Ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass er, ich habe ein bisschen vermutet, dass er, ich habe vorher seine Hände gesehen in der Szene, wo sie die Hände übers Feuer gehalten, dass seine Hände, ich habe auch gedacht, es könnte tatsächlich ein Schwarzer sein, aber ja, dann hat sich dann tatsächlich dann auch entpuppt, dass er auch ein Farbiger oder ein Immigrant ist, der aus anderen Ländern, ja. Was naja. Spielt das jetzt für eine Rolle? Was stellt das denn da, ja? Naja, ich fand es einerseits so auch interessant, einerseits auch ein bisschen, okay, was soll mir das jetzt sagen, genau in dem Sinne. Ja gut, also klar, entweder du denkst dir deinen Teil oder ich kann dir sagen, was ich gedacht habe, aber das ist ja auch nur eine Sicht der Dinge. Aber letztendlich, diese Flüchtlinge in dem Spiel, die dort mitmachen, und das trifft ja auch auf sie zu, die am Schluss dabei ist, worin sind die denn gut? Was sind denn die Jobs, die hier auf sie warten, wenn sie da mal durch das Spiel gegangen sind? Und das heißt, das ist noch eine größere Absurdität dieses Spiels, dieses Systems, dass sie irgendwie, nachdem sie das durchlaufen haben, die besten Kandidaten sind, um selbst mitzuspielen. Und das sind halt, deswegen ist er ja auch so, er ist eigentlich eine Figur, die einen Todeswunsch hat, weil er so in Dissonanz steht mit, was sie mal ausgemacht hat. Also er ist zynisch und darum geht es eigentlich, dass der Weg, das zu durchlaufen, der sozusagen diesen Flüchtling in dieser Welt aufgezwungen wird, sie dann zu den besten Kandidaten macht, um selbst die Jäger zu sein. Also, oder auch, du kannst es auch betrachten, dass natürlich jeder, der es geschafft hat, gerne die Grenzen für die anderen nochmal zuhält, wie auch immer. Aber es geht nicht groß darum zu werten, dass so, oh, die sind eigentlich die Bösen oder so, sondern dass es mehr darum geht, dass es eben nichts mit Rasse zu tun hat, sondern mit Situationen und eben der Hauptprotagonist, der weiße ist, Good Guy, kommt in dieselbe Situation und ist dann genau gleich drauf. Er sagt ja, du hast einen guten Kampf geliefert. Und ich glaube, diese Existenz im Kampf, die war für mich so sinnbildlich. Ja, zu sagen, der Kampf geht weiter, egal was du machst, du darfst dann hierbleiben, aber schön wird's dann nicht, dann geht der Kampf weiter und dann kannst du auch den Kampf zur Lebensform erwählen. So war meine Interpretation. Ja. Und ich finde, das ist auch so ein Moment von Offenheit, was ich sehr schätze an dem Film, dass eben nicht alles so vorgebetet wird und man hat am Ende keine Fragen mehr. Genau. Ich würde auch gerne noch auf dieses Thema Internationalität kurz kommen, weil du es vorhin ja auch schon angesprochen hast, Uli. Die Reihe heißt Was tut sich im deutschen Film? Das ist ein deutscher Film, weitgehend auf Englisch. Du hast vorhin drüber gesprochen. Ist das denn quasi, da du dich ja auch dieser Bewegung so ein bisschen vorstehend siehst, neuer deutscher Genrefilm, eigentlich fast der einzige Weg, dass man sagt, ich mache Genrefilme für den internationalen Markt, weil es in Deutschland einfach keinen mehr gibt oder vielleicht auch schon lange nicht mehr gegeben hat? Naja, du solltest ja Filme für irgendeinen Markt machen, erstmal. Und Genrefilme, wenn du die verkaufen willst und jetzt nur auf Deutschland ausrichtest, das ist ja unser Problem. Wo ist denn unser deutscher Genremarkt für deutsche Genrefilme? Selbst ein Uwe Boll schon aufhört. Ja, der ist ja schon lange draußen. Aber gut, es schaffen manchmal so größere Filme, wenn die entsprechend angelegt sind, sowas wie Who Am I, wenn mit entsprechenden Schauspielern und Eventcharakter, das geht schon, ja. Also ist ja auch gut so. Aber für uns war halt jetzt das Experiment, und es kann mal so laufen, aber einfach, wenn wir den leichter verkaufen wollen und nicht die großen Namen haben, dann glaube ich auch, das würde ich auch vielen empfehlen, erstmal auf Englisch zu arbeiten. Wenn sich unsere Kultur vielleicht so etabliert hat, dass wir im eigenen Land genug Zuschauer haben etc., dann bist du wahrscheinlich auch zuversichtlicher darin, die auf Deutsch rauszubringen. Das fällt mir jetzt gerade sehr auf. Also du bist einer von sehr wenigen Regisseuren, die wir hier haben, die sich gezielt so mit dieser Frage, wie finde ich mein Publikum, auseinandersetzen. Was vielleicht auch daran liegt, dass in Deutschland der Zwang gar nicht so da ist, weil es ja durchgefördert ist. Ist das was, was dich auch antreibt und wo du, glaube ich, auch einen Unterschied ausmachst vielleicht zu den herkömmlichen deutschen Filmen? Ja, also es hat mich immer umgetrieben, mich faszinieren. Also mich faszinieren gerade im Genrebereich auch die Stoffe und die Themen, sagen wir mal so, mich interessiert Popkultur, ja, oder auch wie man arbeiten
macht, die Teil der Popkultur werden. Das kann man natürlich, kann ich genauso wenig planen wie irgendwas, aber dort gibt es einen bestimmten Austausch mit einem Publikum, was sich auch wieder auskennt mit Filmen, bestimmte Erwartungen hat und eine Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt hat. Und das findet sonst halt in den amerikanischen Filmen statt, aber unsere Jugend, unsere Teenager und Filmfans haben wieder großen Teil, wenn die in die Sneak Preview gehen und da kommt ein deutscher Film, sagen sie, oh Gott, ich gehe heim. Also das ist furchtbar, ja. Und das ist, weil wir auf, also irgendwie machen super Kinderfilme und super Filme für Erwachsenes, anspruchsvolles Publikum und auch natürlich Til Schweiger und Schweighöfer sind da noch am nächsten dran, aber halt mit Komödien. Ja, von daher interessiert mich das. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich für Deutschland die Lösung habe, aber die Lösung, die ich sehe, ist eher, dass es, also das ist, weil wir können es nicht mit Budget machen. Wir können nicht mit den Budgets der anderen mithalten. Und du brauchst einen Knackpunkt, um die Leute irgendwie zu erreichen. Und das haben wir, also das war hier der Versuch, natürlich mit einem Thema zu machen. Also ich habe keine Stars, ich habe nicht die größte Action aller Zeiten. Dann muss ich irgendein Poster haben, irgendein Thema, wo Leute sagen, ja, den Film muss ich sehen, wo die Flüchtlinge gejagt werden. Ja. Aber also ich glaube, jeder dieser Filme muss sich zumindest Gedanken machen, auch wie sieht denn jetzt mein Poster aus? So, wen. Also diese auch vom Marketing schon mitzudenken, weil es gibt einfach auch zu viele Filme, ja. Dominik Graf hat auch mal hier gesagt, oder hat auch öfter gesagt, zwischen ernst und unterhaltend wird in Deutschland immer unterschieden, also dieses E und U, diese Debatte. Jetzt vermischst du ja auch beides hier. Ist das was dann wieder sehr deutsch-typisch ist, da sowas auch in manchen Kritiken dann angesprochen wurde, dass das dann als negativ angesehen wird? Na, ich glaube, die Genrefilme, die gut besprochen werden, vermischen es andersrum, als ich blöd gesagt. Also da ist die Kunst vorne und das Genre ein bisschen hinten ran. Also sowas wie Samurai oder Der Bunker oder auch Der Nachtmahr sind eigentlich, funktionieren gut erstmal als Kunstfilme und dann in zweiter Ebene noch als Genrefilm. Und ja, mir gefällt es persönlich eher andersrum. Also ich möchte erst einen Genrefilm machen, der dann eine anspruchsvolle Haltung hat. Und da gibt es bei uns nicht so die Kultur, wie das stattfindet oder zu lesen ist. Also da habe ich schon mit den Filmakademie-Filmen eher angeeckt, in dem Sinne, dass es im Ausland mehr verstanden wurde als hier. Jetzt mal, hast du das Gefühl, also eher so ein bisschen eine halb private Frage, hast du das Gefühl, dass wenn du dich in so Genre-Stoffe reinversetzt, dass es dir leichter fällt, da eine Aussage rauszufinden, als wenn du sagst, ich möchte jetzt eine Aussage machen, weil das ist ja das, was viele Genrefilme ja eigentlich umtreibt, ist nicht, dass sie jetzt unbedingt nur Genrefilme machen wollen, sondern dass das für sie eine Ausdrucksform von Sachen ist, die auch für das Publikum unter Umständen einfacher oder in der, also man kann eine Distanz schaffen, indem man so eine bekannte Form, Unterhaltungsform nimmt und dadurch auch eine Aussage unterbringt, die aber dann irgendwie natürlicher da reinfindet. Ja, aber ich weiß nicht, gehst du ernsthaft rum und sagst so, ich habe diese Aussage über die Welt zu treffen? Nee, ganz genau. Man hat eine Story, die man irgendwie geil findet. Ja, also man versucht irgendwie und es schleichen sich dann immer Dinge ein, wenn man die Story bearbeitet. Aber das ist nicht so, dass man sagt, so, ich habe jetzt irgendwie vor was über keine Ahnung, also mir fällt jetzt gar kein Thema ein, aber das ist eher so über diese eine spannende Geschichte zu erzählen, kommt automatisch auch mit einem Inhalt, der dann später dazu findet. Ja, hoffentlich, weil sonst, also natürlich, je mehr Zeit vergeht und je weniger Filme man so macht in seiner Zeit, die man macht, desto mehr kommt es auf jeden an und mich interessiert es auch mehr, also wenn ich jetzt eine, weiß ich nicht, irgendwas, also mir macht's mehr Spaß oder auch Sinn, einen Film zu machen, wenn es um was geht, blöd gesagt. Ja, dann fühlt sich meine Zeit auch genutzt an. Also ich glaube, darum geht's, dass man halt nicht irgendwas macht und sagt, ja, da ist halt jetzt ein Krimi, muss gelöst werden, wer es gemacht hat oder weiß ich nicht. Also mich reizt es sehr in dem Fall. Also A, reizt mich beim Kino, dass es einen mitnimmt, dass es aufregend ist, dass es einem aus dem Stuhl rausholt und dass man mal die Welt um sich herum vergisst. Also dieser Geisterbahncharakter würde ich es fast nennen. Und B, reizt mich, wenn darin Themen verhandelt werden, die mich halt weiterdenken lassen. Ja.
Aber das muss jeder wahrscheinlich selber sehen, was ihn so interessiert. Aber es kann auch, also ich bin auch tatsächlich nicht sicher, ob die Verarbeitung auf die Art die richtige ist oder ob es, also ich glaube, das ist schon fast zu sehr auf die Spitze getrieben, weil so eine Dissonanz entsteht aus dem Thema und du vielleicht nicht sicher bist, ob du dich jetzt unterhalten lassen solltest von einer Flüchtlingsjagd. So. Also sozusagen, was der Film kritisiert, spürt man beim Gucken vielleicht selber, dass man denkt, ja Moment, ich gucke mir das ja jetzt auch an, was willst du damit sagen jetzt? Also deswegen finde ich gerade vielleicht die Auseinandersetzung auf die Art, bin ich auch nicht sicher, ob das, ob man es so machen sollte. Aber ja, das hat mich umgetrieben. Nö, dürfen hoffentlich, ja. Dürfen sollte man es tun, aber ob man es aus einem, ja, also, okay, ich verstehe schon. Ist denn Feedback aus einem Sender oder so? Nö. Ja, doch, sage ich es jetzt richtig, ich glaube NTV, also dieser Nachrichtenkanal, die wollten das ins Programm nehmen und ein Special machen, auch mit dem Millionenspiel. Aber? So. Nee, das kommt noch. Das kann man jetzt erstmal im Kino, also das wollen sie auch noch, glaube ich. Wow. Bei NTV ist jetzt nicht der Spielfilm sein. Nein, aber sie fanden es interessant, glaube ich, da dann noch eine Special drüber zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch beim Millionenspiel so gewesen. Der hat sich erst über lange Zeit zum Kultfilm entwickelt. Insofern danken wir dir, lieber Christoph, dass du uns diesen Geheimtipp hier einmal näher gebracht hast als Frankfurt-Premiere. Großen Applaus, Christoph Slatnik, für diesen wunderbaren Genrefilm Immigration Game. Dankeschön. Und Uli. Vielen Dank für die Einladung. Und ich mache natürlich auch gerne noch Werbung für die nächste Veranstaltung in dieser Reihe, denn im nächsten Monat, am 15. Oktober, wird Helene Hegemann hier zu Gast sein mit ihrem Film Axolotl Overkill. Der hat den Kamerapreis beim Sundance Film Festival gewonnen und sie ist erst Mitte 20 und hat schon ihren zweiten sehr erfolgreichen Spielfilm hingelegt. Das lohnt sich also sehr. Es ist der Sonntag der Buchmesse zum Abschluss. Dann einfach hier vorbeikommen, das wird ganz schön. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Guten Nachhauseweg. Die Bombe ist entschärft. Tschüss.